meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich beginne die Sendung mit einem ganz lockeren Huster, wie es meine Art ist. Begrüße heute Abend ganz besonders unsere Damen, Barbara, Frau von Sinnen, herzlich willkommen. Matze ist da, Ingo ist da und Dingens. Weißt du, wer so aussieht wie der Duda, Fußballer? Das ist okay. Duda. Nenn mich Duda. Herr Duda. Bernhard Hoeker ist auch da und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen Geld unter die Menschen bringen, denn wir kriegen sehr schöne Fragen, meine Damen und Herren. Wenn Sie noch Fragen zu Hause haben und immer noch nicht wissen, wohin, ich sage Ihnen nachher die Adresse. Und ich möchte gerne mit einer Dame, mit einem Herrn aus Österreich beginnen. Habt ihr was dagegen? Nein. Wenn ihr was dagegen habt, sagt es mir sofort. Ich bin heute für alles offen. Wir können doch nichts ändern. Bitte? Wir könnten ja doch nichts ändern. Haben wir jemals eine Österreich-Frage rausbekommen? Ich glaube nicht. Vielleicht diesmal. Ja, wir werden es versuchen. Ja, wir werden damit umgehen, als wäre es eine ganz normale Frage. Gut. Wir gehen nach Wien, meine Damen und Herren. In Wien wohnt Clemens Bieker, den ich jetzt recht herzlich begrüße. Servus, sagt man ja in Wien. Und Clemens Bieker aus Wien möchte Folgendes wissen. Was versteht man in der Schweiz unter einem todgeilen Dreier? Was gibt's denn da zu lachen? Ich wollte mal sagen, hoffentlich das gleiche wie in Deutschland. Nein. Da bin ich jetzt mal auf die Erklärung von Frau Schöneberger gespannt. Ich auch. Ist das natürlich alles ein bisschen anders. Ein todgeiler Dreier. Wir haben Gäste aus der Schweiz heute hier, aus St. Gallen. Wisst ihr, was ein todgeiler Dreier ist? Gut. Herrlich. Wenn es ihr schon nicht wisst. Also ich behaupte einfach, dass diese Bergsteiger, die wollen doch immer gerne drei Berge gerne besteigen, die drei höchsten. Das heißt, ein todgeiler Dreier ist der dritte in einer Reihe, die Herr Messmer bestiegen hat. Warum der todgeile dann, Dreier. Ja, weil sie noch nicht tot sind, das ist geil. Sie hingen nicht mehr im Berg, in der Gletscherspalte, freuen sich. Also es ist ein Begriff aus der Bergsteigerei. Ich glaube, das stimmt. Und zwar aber Dreier ist 3000 Meter Berg. Das heißt, alles, was über 3000 Meter ist, da braucht man eine Sauerstoffmaske. Und wenn man die aber vergessen hat, dann wird aus dem geilen Dreier ein todgeiler Dreier. Ja. Nee, ist ja klar. Glaube ich nicht. Also ich kann ja mal schon so wie sagen, mit den Bergen hat es schon was zu tun. Das ist richtig. Nein. Aber das ist auch das Einzige, was bis jetzt steht. Ich glaube, das hat was mit Rentnern zu tun. Gut, okay, dann hat es mit den Bergen nichts zu tun. Zwei Alte, die es nochmal richtig wissen wollen, der Pfarrer steht schon dabei, ist ein todgeiler Dreier. Hä? Das ist eine Sau, der Abend. Ich stelle mir das so schön vor. Ich glaube, ich komme, ja, aber erst morgen. Ja, das erinnert mich an den alten Spaß von Mar Braungart, Gott hab sie selig. Die sagte, zwei alte Herrschaften im Altenheim und sie sagt, pass auf, Schatz, ich habe den Rücken und er sagt, danke, dass du es sagst, ich hätte sonst woanders gesucht. Als ich den Witz zum ersten Mal hörte, war ich noch gar nicht geboren. Das müssen Sie gerade sagen, Herr Balder. Also, todgeiler Dreier. Also, vielleicht ist das Wort geil, lässt uns das ja auf einen erotischen Hintergrund hoffen, was aber falsch ist, weil geilen heißt ja eigentlich nur unter Lichtabschluss Triebe erzeugen. Bitte was? Ja, tut bitte mir was? Leid. Bitte was? Nur mal bitte langsam, was? Langsam. Wenn langsam. Man zum Beispiel Kartoffeln im Keller im Dunkeln hat und diese gelben Dinger, die rauskommen, das nennt man geilen. Oder wenn man ein Brett auf eine Wiese legt, dann verlieren die Pflanzen ihr Chlorophyll, um mehr Kraft zu haben, um besser und stärker zu wachsen. Auch das nennt man geilen. Ja, so unerotisch kann Sex sein. Ja, aber es gab ja auch in der Schweiz den Herrn Tobler und den Herrn Geiler, das wissen wir ja, das ist ja wirklich wahr, das waren ja diese beiden Schokofabrikanten. Herr Tobler und Herr Geiler, wo das Ehepaar fragt, wo die Frau sagt, guck mal, da hinten laufen Tobler und Geiler und die Frau sagt, wer ist denn Geiler, sagt der Mann, der Tobler. Aber nein, das ist jetzt ein Witz. Es gibt auch diese Bonbons, diese Ricola Schweizer Kräuterzucker. So, und jetzt Berge, also Berge, Hütte. Oben auf der Hütte, und da gebe ich Bernhard einen alten, nee, du warst das, alter Mann, ja, ja. Steckt sich, weil alte Leute haben ja nicht so viel Zeit, also vielleicht nur noch 10 Jahre, nur noch 20, man weiß es ja nicht. So, die stecken sich also den ersten Ricola Kräuterzucker rein, sagen, oh, das ist ja geil. Stecken sich den zweiten Ricola Kräuterzucker hinterher, weil er so lecker ist, und beim dritten verschlucken sie sich, Ende aus, Feierabend. Du sprichst Holländisch, die Holländer. Die schmecken nicht. Habt ihr bald alle Länder durch jetzt hier? Ja, aber sicher, die Holländer, die auf den Skiurlaub fahren und so eine Scheiße machen. Ja, von daher war das schon richtig. Todgeiler Dreier. Außerdem ist das derselbe Höhenunterschied, nur einmal nach oben, wahrscheinlich nach unten. Ist der Todgeile Dreier einfach ein Gebirgszug. Der Todgeile Dreier ist einfach schlicht und ergreifend ein Gebirgszug in der Schweiz. Wo liegt der denn? Der liegt wahrscheinlich im Engadin. Im Geilertal. Im Geilertal. Ja, da wo die Geilerwalli herkommt. Die Geilerwalli? Ja. Heißt die nicht Geilerwalli? Weiß ich doch. Ja, und wenn man da runterklettert, dann seilt man, sondern man geilt sich ab.
direkt neben dem strunzlangweiligen Zweier. Da ist was dran. Sehr schöner Satz übrigens. Es bezieht sich auf eine Gipfel. Auch ein schöner Filmtitel. Es bezieht sich auf eine Gipfelformation, die drei Spitzen hat. Ja? Ja. Und ein Kreuz. Bitte? Ein Kreuz. Also es ist das Gipfelkreuz sozusagen, das für den Tod symbolisiert. Nee, geil ist es, weil es sich wie zwei Brüste formt. Was? Sozusagen sind aber zugleich drei Berge, die zusammenstehen. Und das zusammen habe ich jetzt nicht verstanden. Kreuz, Titten, Berge. Ich hab sofort verstanden. Ja. Für einen Österreicher Togo, müsste es reichen, oder? Togo zumindest das in der Mitte. Ja. Ja, so. Da, wenn man so schnell die Sachen vergisst, dann ist es. Also, was ist was Peinliches sein? Weil sonst würde ein Österreicher ja nicht auf die Idee kommen, die Schweizer so bloßzustellen. Das müsste nein, das ist nicht keine Bloßstellung. Ich glaube, ich möchte bei dem Geilen übrigens nochmal bleiben. Also, darauf, dass drei Herrschaften gemeinsam eine Seilschaft binden und zu dritt einen Berg zu besteigen versuchen. Ob es sich darauf bezieht? Ja. Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Wie? Ja. Nein, Todgeiler Dreier heißt drei Menschen und nicht fünf und nicht eine alleine. So. Ja. Drei gehen gemeinsam rauf. Und was machen die da? Das willst du gerne wissen. Ein Kreuz aufstellen. Was machen die? Ein Kreuz aufstellen. Ein Kreuz aufstellen. Und wenn sie damit fertig sind? Gehen sie wieder runter, Herr Balder. So ist das in der Bergsteigerei. Und warum heißt das, Todgeiler Dreier? Weil es drei Menschen. Aber warum Todgeil? Ja, weil das ein geiles Gefühl ist, zu dritt darauf zu latschen. Woher soll ich das wissen? Ohne Absicherung. Das heißt, ohne sich anzuseilen. Das heißt so Free Climbing. Also drei klettern quasi ohne Absicherung da hoch und kommen eine oben Hand auf den Rücken gebunden, halt drei. Oder die hängen zu dritt aneinander. Deine Katze noch, ja, geht noch. So, jetzt du. Das ist deswegen so geil, weil man immer, wenn man da am Hosenbund hängt, kann man immer die Arschbacken sehen. Das ist das Geile. Weißt du? Hat das etwas mit Sport zu tun? Mit also welchem? Mit Skifahren. Also es gibt ja, Österreich und Schweiz sind Skifahrländer. Und es gibt ja diese drei Disziplinen, Slalom, Super-G, und Abfahrtslaufen. Mhm. Wenn man diese drei gewinnt, zum Beispiel bei Olympischen Spielen, dann hat man diesen todgeilen Dreier, weil die so feiern danach, nach dem Sieg, dass sie dann halt... Nein. Falsch. Ist es ein Werkzeug? Ein Dreier? Dreikantschlüssel? Ich denke an so eine Art Dreikantschlüssel. Ja. Und warum ist der Tod geil? Weil der in Kreuzform ist. Ich hänge am Kreuz. Du merkst es. Also bildlich gesprochen. Also ich meine inhaltlich. Ja. Was versteht der Schweizer? Was versteht man in der Schweiz unter einem Todgeil? Ich weiß es gar nicht. Sag mal, habe ich nicht schon mal... Habe ich nicht schon mal Skifahrer gesehen, die auf zwei Skiern fahren und haben vorne noch... Habe ich auch schon oft gesehen. Und ganz haben vorne noch so einen kleinen Ski. In der Mitte, meinst du? Ja, in der Mitte, zum am Ende zum Lenken oder so. Ist das ein todgeiler Dreier? Nordic Walking für Skifahrer quasi. Den habe ich noch nie gesehen. Also mit zwei Skiern und in der Mitte noch ein kleiner Ski. Ja, den hat man aber, da lenkt man an einem Stock mit, deswegen den kleinen Ski. Deswegen gibt es diese Spam-Mails für Penis-Enlargement. Das wie bitte? Was für ein Ding? Nix. Wie wäre es denn, der todgeile Dreier ist einfach ein Getränk, was es auf allen Hütten gibt sowas in der wie Schweiz. Almdudler? Sowas wie, da ist ein heißer Tee mit einem Grog drin und dann noch so ein Eiswürfel. Oder drei verschiedene Kräutersorten. Ein heißer Tee mit einem Grog und einem Eiswürfel. Ja, genau. Eine tolle Idee. Naja, es gibt auch... Da schmilzt der schneller. Welche Funktion hat denn der Eiswürfel jetzt? Damit man sich nicht die Zunge verbrennt. Weil das ist nämlich... Das Trinken ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist ja der erste Moment, wo das Eis über die Lippenkante fließt. Und genau dort lagert sich der speziell geformte... Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja, jemand anders darf weitermachen. Nee, ich sag's euch jetzt. Ja. Nee, also. Ich wäre noch bei... Falsch. Fadenbeinbruch. Falsch, ich sag's euch. Todgeile Dreier. Todgeile Dreier findet man in den Schweizer Bergen. Es handelt sich um Hänge, die man als Skifahrer meiden sollte, weil sie absolut lebensgefährlich sind. Warum jetzt Todgeiler Dreier? Schweizer Bergführer sprechen von einem Todgeilen Dreier, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens muss an dem Hang erfahrungsgemäß große Lawinengefahr bestehen. Zweitens muss der Hang an der schattigen Nordseite eines Berges liegen. Und drittens muss er mindestens 40 Grad abschüssig sein. Todgeiler Dreier, deswegen, weil manche Ski- und Snowboardfahrer es besonders geil finden, solche Hänge trotz bestehender Lebensgefahr runterzufahren. Also ein Hang, drei Voraussetzungen. Habt ihr nicht gewusst? Sehr schön für Clemens Pieker aus Wien. Herzlichen Glückwunsch, 500 Euro. Da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal nach Hessen. Wir gehen nach Maintal. Dort wohnt Thomas Gut.
Und Thomas Grüter hat eine sehr schöne Frage, hört genau zu. Warum patrouillieren an einer Strandpromenade in Australien von morgens bis abends 10 Cowgirls? Cowgirls? Nicht Cowgirls. Cowgirls. Also Cowgirls. In goldenen Bikinis. Nochmal, warum patrouillieren an einer Strandpromenade in Australien von morgens bis abends 10 Cowgirls in goldenen Bikinis? Kleine Information, goldene Bikinis und Cowboyhut haben sie auch noch auf. In diesem Outfit patrouillieren an 365 Tagen im Jahr immer 10 Frauen an der Strandpromenade von Surfers Paradise bei Brisbane. Ja. Warum? Ja, weil der hat das irgendein Millionär da ist, der sagt, ich brauche das. Ich will morgens, wenn ich da morgens wieder hinsetze, dann möchte ich, dass diese 10 goldenen Cowgirls, wahrscheinlich müssen die alle noch und vielleicht ist irgendwann mal eine, vor Jahrtausenden sozusagen, eine goldene Kuh dort ins Wasser gegangen. In Brisbane? In Brisbane. Eine goldene Kuh. Die sogenannte goldene Kuh von Brisbane. Ah, das habe ich gelesen. Und die hat dafür gesorgt, dass unheimlich viel Fischreichtum im Meer danach zu finden war. Und um dieser Kuh sozusagen zu huldigen, laufen jetzt noch immer irgendwie diese Frauen rum, um jeden Tag daran zu erinnern, was die goldene Kuh für Australien und gerade Brisbane getan hat. Das war früher ein Nudistenstrand, und weil sie die Nacke da ist ja nicht mehr sehen wollten, patrouillieren jetzt diese 10 Mädels da entlang, weil da gehen die Nudisten da nicht mehr hin. Ja, weil die wollen keine Angezogenen sehen, das finde ich unanständig. Das finden die total eklig. Kann das sein, dass das vielleicht einfach nur eine Werbung ist? Es gibt ja auf Mallorca, wo dann diese Spanier immer rumlaufen im Bayern-Trikot und immer rufen, heute Abend, Ober Bayern. Machen die das? Das machen die wirklich, ja. Und die singen dann vielleicht irgendwie, this evening, was gibt's denn noch? Brisbane Bar. Ja, so. Ich könnte mir vorstellen, das sind Cheerleader. Und jedes Mal, wenn wieder so ein armer Wal gestrandet ist, dann steht wieder. Also, ich hätte noch eine kleine Information für euch, wenn euch das helfen sollte. Seko. Also abgesehen davon, dass Mädels in goldenen Bikinis natürlich kein unschöner Anblick sind, wie ich finde, erfreut das besonders die Autofahrer in diesem australischen Touristenort Brisbane. Ah, die fahren dann langsamer, die bremsen dann, da brauchen die keine Geschwindigkeitsschilder aufstellen. Ja, und auch keine Blitzer und so, da fahren die alle schön. Weil da Kühe die Straßen überqueren. Du hast mit Kühen heute. Ja, wenn es Cowgirls sind, entschuldige mal, sonst hätte man einfach Playmates dahingestellt. Nein, das löst einfach nur bei Männern was ganz anderes aus, deshalb Cowgirls. Ein Cowboy-Hut? Es ist so einfach, ein Cowboy-Hut. Und du hast dich jahrelang anders bemüht, ja. Ich hab's mit Servierkostümen und Dienstmädchenuniforms. Ich denke mal, dass diese goldene Bikinis und diese Cowboyhüte, dass das auch hätte anders aussehen können. Ich glaube, das Stichwort ist doch patrouillieren. Die patrouillieren, das heißt, patrouillieren heißt doch in einer Art Bewachung. Das heißt, wenn das auch speziell die Autofahrer erfreut, geht es da vielleicht um Wildparken oder um einen Parkplatz. Vielleicht, die laufen da rum. Es hat was mit Parken zu tun. Man darf am Strand parken, aber nur eine bestimmte Zeit. Oder man darf, also zum Beispiel null, wenn man gar nicht parken darf. Damit hätte ich diese Art der Antwort mit eingeschlossen in die gesamte Menge der möglichen Antworten zum Zeitpunkt, wie man da parken darf. Das fiel mir nicht nur gerade auf. Aber ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Egal. Es geht um... So, und es ist... Man hat einfach festgestellt, wenn das gut aussehende Cowgirls sind, dass dann weniger Aggressionen sind, die fahren von alleine weg oder die kommen dann überhaupt erst in. Das sind Politessen, genau. Ja. Und wenn die einen Strafmann hat, normal kriegen die immer sofort einen aufs Maul, wahrscheinlich da in Perth, und die, also, da tun sich die Männer dann schwer. Wenn wir schon mal so weit sind, kann ich euch noch sagen, ich zeige euch auch nachher ein Foto, nachher aber erst, die haben eine Schärpe oben, da steht drauf Meter Mate. Was steht da drauf? Meter Mate. Was heißt das? Ah, vielleicht darf man am Strand nur parken. Was steht da drauf? Da steht Meter Mate drauf, das heißt Politesse. Dann, aber Politessen in Bikinis, im Goldenen, mit Cowboyhut? Ah, also, die schreiben keine Strafmandate, die tragen zu 10 das Auto weg. Vielleicht. Oder die waschen das manchmal. Und damit er sich nicht so ärgert, haben die Bikinis an vielleicht. Klar. Die vertreiben einfach die echten Politessen. Dürfen Autos vielleicht nicht da stehen, ohne dass einer drin sitzt, und die bieten sich an? Wobei, dann würde man sich ja das sagen, setzen Sie sich mal rein, ich warte. Keine Cowgirls, sondern Callgirls. Das wäre ja aber was anderes. Callgirls. Ihr seid schon, die Richtung stimmt schon, aber es ist immer noch nicht die richtige Antwort. Also macht auch keinen Sinn im Moment noch. Im Moment macht es noch keinen Sinn. Nein. Warum haben die goldene Bikinis an? Das ist, glaube ich, egal. Das ist, glaube ich, wurscht. Ist egal, okay, weil es einfach aus. Es sieht einfach schön aus. Also es sind Politessen.
Es sind Parkeinweiserinnen. Erinnern die an Politessen, die dort mal vielleicht ganz berühmt ist, da mal eine Politesse zu Tode gekommen oder das ist irgendwas? Kuh vielleicht. Das ist eine Kuh. oder Kuh tot getrampelt. Von der Kuh in einem goldenen Bikini. Ja. Weil sie nach einem Wahlausschau gehalten genau. hat. Vielleicht ist das so eine Art Freizeitpark, da wo man halt hinten... Das gibt's ja auch das ist einfach nur eine Strandpromenade. Das sind doch Cowboys. Das heißt, ein Cowboy hat ja früher die Herde zusammengetrieben. Das heißt, die treiben vielleicht die Herde verwahrloster Autos in eine Abschlepp... Die treibt die Herde verwahrloster Autos. Ja, und mit den Abtreibungsgegner. Also, nee, damit kommst du nicht weit. Verteilen die etwas an die Autos, dass die in zu starker Hitze nicht gebeutelt werden, die Autos? Also, Junior-Tüte. Vielleicht. Ja, oder vielleicht so Sonnenblenden, weißt du, so goldene Sonnenblenden. Ja. Nee. Damit das Lenkrad die nicht so heiß wird. Die verteilen keine Sonnenblenden, nein. Die verteilen... Warum steht da Politesse? Dann verteilen sie was anderes, aber keine Sonnenblenden. Kann man einfach das Parkticket kaufen? Was verteilen die? Verteilen die Kondome? Ja, weil du gerade so, wenn dann verteilen du was anderes. Da dachte ich mir, okay, jetzt. Das hat sich jetzt in deinem Kopf abgespielt. Nee, genau. Nicht in meinem. Also, sie verteilen goldene Kondome. Das waren die laufende Parkautomaten. Und damit man die sofort wieder erkennt... Nein, bitte nicht weiterreden. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Nein. Da geht man hin und sagt, guten Tag, ich möchte parken, hier haben Sie einen Euro. Es hat auch was mit Parkautomaten zu tun. So. Ach, die parken für dich sozusagen. Die nehmen das Geld und tragen es zum Automaten, damit man schön gemütlich in seinem Auto sitzen kann. Die werfen für dich nach. Die parken für dich falsch und schreiben dir das Geld für mich nach. Was heißt das? Das heißt, der Autofahrer liegt gut gelaunt am Strand, hat oben geparkt und jede 3 Stunden kosten $13.95. Ja. Und diese goldenen Mädchen, die laufen rum und wenn der Mensch denkt, oh, ich will aber noch eine Runde surfen, gibt er denen die Taler und die gehen für ihn zu seinem Auto und werfen die Kohle nach. So nicht. Die haben die Scheine zum Abreißen dabei, oder? Welche Scheine? Diese kleinen, die man an Ah, die laufen vielleicht umgekehrt, die laufen rum und sagen, welches Auto bald abgelaufen ist. Auch nicht. Die haben parken. Tickets. Die machen Wallet Parking, die parken dein Auto sozusagen. Du kommst da hin, packst dein Zeug aus und die parken. Also, ich hol mir einen Parkschein, das mache ich schon mal am Automaten, dann lege ich den ins Auto, mache das Auto zu, beobachtet den, wie er reagiert. So, jetzt liege ich am Strand, beobachtet, wie er reagiert. Das ist vielleicht einfach nur Ernüchterung. Nein, und die schreiben einfach. Vielleicht gibt es da auch keine Parkscheine, vielleicht gibt es da noch ganz gewöhnliche Parkuhren. Zum Beispiel. Ja. Die tragen dir die Parkuhr hinterher. Doch, das tun sie ja. Sie werfen Geld in die Parkuhren nach. Mhm. Und halten dann aber zu, damit man nicht sieht, was abgelaufen ist. Trotzdem reicht mir das nicht. Naja, das ist überraschend, dass ihnen das noch nicht reicht. Warum machen die das? Vielleicht nur bei als Service. Als Service? Von wem denn? Des Hotels, und zwar von Hotelgästen. Das Hotel von Golden Cow. Club da. Ich werde es euch mal sagen. Ja. Also. Seit 1965 sind in Surfers Paradise diese Politessen unterwegs. Diese Mietermates verteilen nämlich keine Knöllchen an Falschparker, sondern werfen von morgens bis abends Münzen in die Parkuhren, die abgelaufen sind, damit die echten Politessen keine Chance haben, Knöllchen zu verteilen. Ich zeige euch mal ein Foto. So sehen die Damen aus. Das ist eine Geschäftsidee gewesen der Geschäftsleute, die dort ihre Geschäfte haben. Seitdem nämlich die Parkuhren aufgestellt wurden, sind die Geschäftseinnahmen zurückgegangen, weil die immer Knöllchen bekommen haben. Und die ganzen Geschäftsinhaber haben sich zusammengeschlossen, haben sich diese Damen engagiert, geben denen das Geld. Und damit die Kunden dort länger stehen bleiben können, gehen die den ganzen Tag rum. Und wo abgelaufen ist, schmeißen die aber Geld nach. Aber was hat Ihnen denn jetzt bei unseren Antworten gefehlt? Dass Sie gesagt haben, Sie wollten von allein das Foto zeigen, weil Sie das an alte Zeiten erinnert, Herr Wader. Es war ja alles richtig, bis auf die Tatsache, dass ihr gesagt habt, dass der Einzelne dann denen das Geld gibt. Sozusagen. Also man braucht da nichts bezahlen, man schmeißt da einmal rein und dann kommen die Mädels und kümmern sich drum und es gibt keine Knöllchen. Weiter genießen Sie das, wer weiß, wann Ihre Finger mal wieder an so einen Oberschenkel. Natürlich. Thomas Gut aus Maltal, 500 Euro für Sie, Gratulation, sehr gut. So,
Meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen ja gesagt, ich sage Ihnen jetzt mal die Adresse, wenn Sie eine schöne Frage zu Hause haben oder auch mehrere und denken, das wäre was für Genial daneben, schicken Sie uns das, Genial daneben, 50616 Köln oder rufen Sie einfach nur an, 0137 18 F20, unsere Telefonnummer. E-Mail ist am einfachsten, fragen@genialdaneben.de. Sie können auch herkommen zu uns ins Studio nach Hürth, Kaltscheuren, in die Weltstadt Hürth. Stefan Jerosch wohnt in Velbert, ist heute Abend bei uns. Stefan, wo finden wir Sie? Hier im weiten Rund. Da ist er. Herzlich willkommen, Stefan. Ich drücke Ihnen den Daumen. Stefan Jerosch hat folgende Frage. Er möchte wissen, was ist ein Fallmantel? Ein Fallmantel? Ja. Ja, das kennt man aus dem Park. Jetzt bin ich mal gespannt. Weiter? Ich mach das jetzt nicht mehr. Also, ein Fallmantel. Ne? Ja. Ich glaube, man spricht in der Kriminologie über den Fallmantel, wenn über einen bestimmten Fall der Mantel des Schweigens oder des Vergessens gelegt wird. Ungeklärte, ungelöste Fälle. Ungelöste das Fälle. Legen wir zu den Akten. Vielleicht Dinge, die still weiter behandelt werden sollen, damit sie besser aufgeklärt werden können. Und dann nach 30 Jahren plötzlich... Pupp. Herr Balder, Sie waren es doch. Sie haben vor 30 Jahren eine Frau im Bikini angefasst. Es war nur ein Foto, aber es reicht. Ich bin bei der Obsternte. Glückwunsch. Und es macht mir sehr viel Freude. Das glaube ich. Ich bin sehr naturverbunden. Das glaube ich. Man macht ein kleines Männchen. Barbara Schöneberger macht übrigens die beste Melonenbowle mit ganzen Früchten. Ungeschämt. Egal, weiter jetzt. So, wo waren wir? So, wir sind bei der Zwetschgen- oder Pflaumenernte oder wie auch immer. Es wird ein Mantel über den, es wird sozusagen ein Mantel über den Baum gezogen, der wird unten zugezogen und dann, wird geschüttelt. Dann macht man ihn hoch auf und fallen die in den Mantel rein und kann das da sozusagen rausnehmen. Wenn die Bäume sehr hoch sind, gibt es da einen Trick mit dem Mantel? Oder? Ja, mit Leitern werden die befestigt. Ah, wie oft ich glaube, das... Ich wollte fragen, wie oft sie das schon gemacht hat. Aber ich habe selbst nie mitgemacht, aber oft schon zugeguckt. Oft schon gesehen. Ich finde, es hört sich an wie ein Schmetterling. Oh. Und wenn es kein Schmetterling ist, ist es ein Schmetterling? Ist Nein. es ein Schmetterling? Nein. Nein. Dann sage ich, es ist ein Pilz. Bitte? Es ist ein Pilz. Ah. Mhm, der Fallmantel heißt Fallmantel, weil die Sporen sich im Fallen mit dem Luftzug über die Bäume oder was auch immer und es bemäntelt die Baumstümpfe. Deswegen heißt dieser Pilz Fallmantel. Wer bemäntelt gerade was bei Ihnen? Die Sporen. Welche Sporen? Vom Pferd? Hat ein Pilz überhaupt Sporen? Ich habe keine Ahnung, aber egal. Es ist ein Pilz. Es ist ein Pilz. Ist es ein Pilz? Nein, Sporen. Nein. Also wenn es ein Pilz wäre, hätte er vielleicht Sporen. Natürlich hat er Sporen. Ich glaube, es ist eher so eine Mischung aus das, was Ingo gesagt hat und was du gesagt hast. Es ist ein, also wenn der Ehemann nach Hause kommt, lässt er den Mantel direkt hinter der Haustür fallen. Und wenn die Ehefrau den nicht wegräumt, dann wächst da irgendwann nach 3-4 Jahren Pilz drauf. Und mein das Gott. Ist eine Art, das wäre eine theoretische Möglichkeit. Vielleicht ist aber auch noch irgendwie was mit Obst dabei. Ich habe nur den Zugang noch nicht so. Wie wäre es, wenn es einfach die lustige Hülle für einen Fallschirm ist und der Fallschirmspringer nennt seinen kleinen Rucksack, in dem der Fallschirm wohnt, den Fallmantel? Dann fällt mir das Wort Möllemann wieder ein, aber das lassen wir an dieser Stelle vielleicht einfach. Wir haben ja auch von lustiger Hülle gesprochen. Ja. Also, Fallschirm. Na, bin ich nicht so einverstanden mit Fallmantel. Sind wir denn eventuell dennoch in der Luftfahrt? Was machen wir da? Ja, was machen wir da? Etwas fällt und der Mantel bremst es. Wer? Der Mantel. Ja, also wenn man der so Mantel spannt Superman-mäßig. Da, ja, genau, zum Batman. Beispiel. Der hat einen Fallmantel, weil der den, wenn er den aufspannt, kann der fallen. Superman-Bewegung machen. Cape ist das. Ja, ist ein Cape. Ja, genau. Ja, wie machen übrigens gerade, wo wir die ganze Zeit alte Witze erzählen, in meiner Mickey Maus. Ich bin ja Mickey Maus-Abonnentin, sehr putzigen Witz gelesen. Der kleine Anton hilft einer Nonne aus dem Bus. Und sie sagt vielen Dank und er sagt, kein Thema, Batmans Freude sind auch meine Freunde. Natürlich. Fand ich süß. Großartig. Fand ich süßer Witz in der Mickey Maus. Der ist auch süß. Der ist wirklich, gerade Kinderwitze sind ja süß. So. Ja, finde ich auch. Ist ja. Der Fallmantel möglicherweise, also es ist ja zum Beispiel so ein typische Männer früher, ich sag mal so 20er, 30er Jahren, war es ja noch Usus, dass wenn man zum Beispiel mit der Frau essen war, man kam aus dem Restaurant raus, es war eine Pfütze, das und man stimmt. hat den Mantel da drüber geschmissen, falls, damit sie nicht fällt oder wenn sie fällt, damit sie halt eben nur halb nass fällt, sage ich. Falsch. Wird ganz falsch oder bist du richtig? Wir sind ganz falsch, ne? Ja. Ah. Stefan meint das auch. Wir sind völlig falsch. Lass uns doch noch mal in der Juristerei bleiben. Das ist eine gute Idee, Stefan. Ne? Wie wäre es denn mit der Dachdeckerei? Das ist noch besser. Der Fallmantel ist etwas, was die haben, damit die Werkzeuge nicht runterfallen, während sie oben auf dem Dach arbeiten. Die kann man auch anbinden.
Nein, die stecken in einem Mantel, Herr Balder. In welchem? Im Fallmantel. Nein, die haben die so. Wo befindet sich der Fallmantel? Befindet sich um die Hüfte, gebunden vorne. Wenn man sich Amalgam rausbohren lässt, ne, dann machen die einem, und jetzt wird's ganz skurril, haltet euch fest, dann machen die einem so eine Klammer um den Zahn, der ausgebohrt wird, und drumherum entsteht so eine Art Trampolin im Mund. Wie eine Art... Was entsteht? Ich kann es schwer beschreiben, wie eine Art Mantel. Nennen wir es einfach Mantel, der sich sozusagen, und alles Amalgam, was gebohrt wird, fällt ja automatisch in hohem Bogen, fliegt es und fällt dann auf diesen Mantel, und der wird dann sozusagen zusammengenommen, sodass kein Amalgam in die Mundhöhle fällt. Ist es aber nicht, ne? Ich könnte mir vorstellen, ist doch die Feuerwehr, benutzt doch immer Sprungtücher. Richtig. So, und wenn jetzt zum Beispiel aber da oben jemand steht wie Bernhard, dann reicht vielleicht auch einfach ein Mantel, sondern gibt immer den Mantel. Oh je, oder ein Taschentuch. Ein Taschentuch. Ich möchte jetzt mal eine ernsthafte Antwort hören. So, ich finde die Idee mit dem Werkzeug ganz gut. Es gibt so Handwerker. Sie wollen eine ernsthafte Antwort hören, haben Sie die Sendung nicht verstanden? Vergesst das mal mit der ernsthaften Antwort. Ich bleibe der Jurist dabei und sage nach wie vor, dass die Fälle verschiedener Akten sind einfach kratzen. Sind einfach eingewickelt in so Umschläge. Und wer ist eingewickelt wo? Die Akten, der jeweilige Fall. Ja. Und da gibt es eben einen Umschlag dazu, eine Hülle sozusagen, damit dieser gesamte Fall abgeschlossen ist. Und das ist der Fallmantel. Ist nicht die Fallhülle, ist der Fallmantel. Ja. Aha. Wie wäre es, wenn wir dennoch im Tierreich sind? Das wäre nicht schlecht. Und wir werden, der Winterpelz wird vielleicht bei irgendwelchen lustigen Tierarten vom Jäger Mantel genannt. Und der eben im Winter fällt diese Pelz runter. Bei welchem Tier denn? Ah, was könnte das für ein Tier sein? Kaninchen. Ein Dachs. Nö. Ein Dachs. Ein Dachs, Luchs. Der Dachs fällt ja gerade wieder. Ja. So die war gar nicht der ganze Dachs. Das war gar nicht so schlecht. Lass dir nichts einreden. Lass dir nichts einreden. Ohne Kleingerät zu wirken, heute ist Wochenende, da ist die Börse zu. Aber ist das wahr. Ist ja. Ja. Wie wär's denn? Ich glaube, vielleicht ist der Fallmantel, das geht es um ein Gefälle. Und vielleicht ist bei einem Fallmantel, wenn Schüttgut ein Gefälle herunterströmt, dann hat er eine bestimmte Form. Was für ein Gut? Schüttgut. Sachen, die runtergeschüttet werden. Von wo? Von wem? Oben. Vom Laster. Von wem? Vom Laster. Ach so, Laster, ja. So, in so eine Kiesgrube oder sowas. Und dann fällt das so runter und das kann ja, je nachdem, wenn es verschiedenfarbig ist, so eine schöne Form geben. Sieht aus wie ein Mantel, der irgendwo drüber gedeckt worden ist, der drauf fällt. Das glaubt doch kein Mensch, was ihr jetzt erzählt. Ich schon. Hat das was mit der Forstwirtschaft zu tun? Dass vielleicht, hat das was mit der Forstwirtschaft? Dass zum Beispiel ein Baum, wenn er gefällt wird, in eine Art Mantel gepackt wird, um sozusagen den Zug oder den Druck auf mehrere, und dann zieht man das und dann fällt der Baum um und ist dann... Nein. So. Ich glaube, wir sind auf einem Catwalk. Wir sind bei Modedesignern. Stehen Sie mal da schon sieht mal man auf. Ja, genau, steht doch schon mal auf, Herr Hohe. Steht schon mal auf. Pass auf. Und jetzt machen Sie mal bitte pantomimisch für mich. Sie sind ein Model. Haben was? Moment. Wieso pantomimisch? Sieht man das nicht? Doch, doch. Ich meine jetzt, Sie sollen mir pantomimisch den Mantel kann geben. Kann irgendjemand Bruce Chanel Winterkollektion Chanel. Sie geben mir den Mantel, machen mir das Model. Ja. Und jetzt ziehen Sie dann den Mantel aus, damit wir sehen können, was drunter ist. Und lassen den Mantel elegant fallen. Aber lieber langsam als Chanel, ne? Sag mal, der Ball hat einen Clown gefrühstückt heute wieder, oder? Was ist denn hier los? So, also, lieber, machen wir mal eben den Fallmantel. Catwalk. Du brauchst Drama. Drama, Yeah, baby, yeah. Drama. Frag mich jedes Mal wieder, wie man sich im Fernsehen so zum Affen macht. Ja. Wie wäre es denn, wenn es sich bei dem Fallmantel um etwas, also sowas zum Abdecken ist? Also das wird so über eine, über Abdecker Möbel... Abdecker gibt es bei Pferden, ne, glaube ich. Boah, Herr Balder, es ist echt anstrengend. Ich weiß. Aber es gibt ja tatsächlich diese Fallröhren, die gibt es ja beim Dachdecken zum Beispiel, hat man das ja auch. Dann macht man diese Röhren dran, da schmeißt man das Zeug rein. Und damit das nicht so laut ist, nimmt man einen Fallmantel, damit das quasi eine Schalldämmung ist. Das heißt, machst du nicht Boom, dann machst du nur Pop. Genau. Aber, ja, oder es ist eine Regenrinne, so ein Regen, also ein Gefälle, also irgendwas, ein Rohr, Fallrohr, sozusagen, von Fallrohr, sozusagen. Und da gibt es eine Ummantelung irgendwie drum. Also und zwar, es gibt ja die offene Rinne. Ummantelung ist schon mal gut. Wie? Ummantelung ist schon gut. Das ist eine andere Frage, ne? Das ist super. Nee, Ummantelung ist schön. Ah, echt? Ja, aber gefällt mir. Es ist vielleicht ein, nicht das offene Rohr,
Möchten Sie dazu einen Witz machen, Herr Balder? Nein. Sondern ein Orakelwasser. Also, beim offenen Bein hätte ich mir überlegt. Ja. Aber da war doch wieder dann Forstwirtschaft nicht schlecht. Also etwas fällt und es wird vorher ummantelt, damit es beim Aufprall nicht zu Schaden kommt. Nee. Damit es nicht so laut ist. Damit nicht andere Sachen vielleicht nicht zu Schaden kommen. Was fällt denn? Ja, das ist die gute Frage. Was fällt? Ein Stein, ein Diamant. Wir sind in der Verarbeitung von Schmucksteinen. Sind wir da? Nein. Vielleicht hat er. Etwas Lebendes fällt. Ich sag's euch mal. Was Lebendes? Ich sag's euch mal. Beim Gebären oder was? Meinst du, so ein Fall von Stichwort Hydranten. Ja. Kennt ihr alle? Dickes, meist rotes Rohr, irgendwo kommt es aus dem Boden und die Feuerwehr kann im Notfall dort die Schläuche anschließen. Und bei modernen Hydranten, bei den alten nicht, bei modernen Hydranten sind die Anschlüsse durch eine Metallummantelung gesichert, damit diese Anschlüsse geschützt werden vor Vandalismus zum Beispiel oder Verschmutzung. Und bei Bedarf wird der Hydrant von der Feuerwehr mit einem speziellen Schlüssel geöffnet und der Mantel aus Metall saust runter und die Feuerwehr kann ran. Und dieses Ding nennt man Fallmantel. Wer soll das wissen? Kein Mensch, außer Stefan, und der kriegt jetzt 500 Euro. Gratulation. Gratulation, sehr gut. Da war ich doch gar nicht so weit weg am Anfang. Der Mantel fällt in der Schlauch ist zu sehen. Natürlich. Das ist gar nicht so dumm gewesen. Aber ich finde das doch sehr schön, Ingo. Wenn du jetzt mal mit deinen Kindern unterwegs bist, kannst du auf der Straße sagen, guckt mal, dieser Hydrant hat einen Fallmantel. Dann kannst du das den Kindern erklären. Dann werden die sagen, mein Gott, ist mein Papi schlau. Schade, dass ich mit ihm unterwegs bin. Holger hat's noch einfacher. Der läuft immer gegen die Hydranten. Martin Wilke wohnt in Berlin, meine Damen und Herren. Und Martin Wilke möchte wissen, das ist eine Frage speziell für euch hier. Wieso? Möchte wissen, was ist eine Primitivrinne? Eine Primitivrinne, ja sag mal. Ja. Du kennst dich doch mit Rinnen aus, oder? Eine Primitivrinne. Also es muss ja dementsprechend auch noch eine Kompliziertrinne geben, sozusagen. Eine was? Eine Komplexrinne heißt eine Komplexrinne. Soll ich dir was sagen? Ja. Nein. Nicht, okay. Aber eine Primitivrinne ist also das, wo sozusagen mal das Grobe gebündelt ablaufen kann, ja? Das ganz Primitive. Was kann da ablaufen? Ich sag mal, wenn wir jetzt über verschiedene Ablaufmöglichkeiten diskutieren, dann ist also sozusagen die Primitivrinne dafür zuständig, dass man das Gröbste abfließen kann. Ich verstehe es immer noch nicht. Wasser, was auch immer, Schleim, Dreck, was auch immer raus muss. Oktoberfest, die Pissrinne ist die Primitivrinne. Das ist quasi... Das ist die Dachrinne in der Rüttli-Schule. Das kann... Die Schule, habe ich jetzt gehört. Denn, wenn wir in Afrika sind, Trockenheit und es gibt eben nicht genug Geld, um komplizierte Rohre zu legen, sondern es ist nur Geld da für primitive Rinnen, ich wäre auch bei Wasserlauf, um entweder Felder zu benässen oder auch um Haushalte anzuschließen an Wasser. Oder auch Kanalisation eventuell auch, um wirklich Dinge abzulaufen. Vom Ansatz her keine schlechte Idee, aber ich glaube, selbst in Afrika ist es heute schon ein bisschen moderner. Wir haben Rohre. Ja. Wie wäre es denn die Primitivrinne? Wirklich, man unterscheidet einfach zwischen einer Primitivrinne, das ist etwas, was automatisch entstanden ist, wenn Wasser von alleine fließt und eine Rinne sich selber macht. Und die Spezialrinne ist die gegrabene Rinne. Wir sind bei der Landwirtschaft. Moment, Landwirtschaft. Wir lassen das mal so stehen, meine Damen und Herren. Landwirtschaft. Stimmt es nicht? Wir werden es sehen. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Landwirtschaft war das Stichwort von Bernhard Hoeker. Ich bin gespannt, ob es jetzt die Landwirtschaft die ist. Selber innerlich jetzt gespannt. Ich würde sagen, nein. Da haben Sie recht. Ja. Aber ist denn vielleicht die Primitivrinne eine nicht geschlossene Rinne, während die Komplexrinne eine geschlossene Rinne ist? Ich komme noch mal rein. So. Hallo. Ein geschlossenes Rinnensystem sozusagen. Ein geschlossenes Rinnensystem? Ja. Wo denn? Auf dem Boden. Also ich glaube schon, dass wir entweder Zuflüsse Boden? Oder Abflüsse... Auf dem Boden der Tatsachen oder auf welchem? Wie wäre es denn, wenn wir in der Notfall... Lass mich nicht unter Druck setzen von Ihnen, Herr Balder. Wie wäre es denn, wenn wir in der Notfallmedizin sind? Also Rinne. Der Mediziner... Nee, AOK versichert, wir kriegen eine Primitivrinne gelegt. Also wir sind in der Medizin und es ist eine Primitiv... Wir sind im weitesten Sinne in der Medizin, ja. Also wir sind in der Medizin im Prinzip schon, aber...
Ich sage deswegen im weitesten Sinne, weil es euch auf eine falsche Fährte führen könnte, wenn ich sagen würde, ja, wir sind in der Medizin, deswegen sage ich im weitesten Sinne ja. Also sind wir in der Pathologie natürlich. Die Primitivrinne ist die auf diesem großen, da wo die immer liegen, nach bei CSI, und da ist immer dieses Loch, da läuft alles raus. Das ist die Primitivrinne, weil da das primitivste Zeug rausläuft. Fangt doch einfach mal anders an. Anders im Sinne von bei der Gesundheit anfangen? Geht doch die Frage einfach mal anders an. Hallo, Frage. Moment. Wie geht es dir? Was ist eine Primitivrinne? Das sollen wir jetzt anders angehen. Ja? Ey, Rinne, was bist du, ey? Ich mach mich nicht an, ich mach mich zurück. Vielleicht sollte man diese beiden Worte erstmal getrennt voneinander behandeln. Primitiv? Und ja. Rinne. Und Rinne. Ja. Und was und ist. Okay. Ach, ist das am Ende, ein Imperativ, wenn man zu Dieter Bohlen sagt, jetzt lauf mal zum Supermarkt. Primitiv, Rinne! Ach, Renne! Renne! Primitiv, Renne! Ja, die Frage ist, was ist primitiv? Das ist die Frage. Man sollte sich erstmal die Frage stellen, was bedeutet primitiv? Ja, aber wenn man das woher kommt das denn? An erster Stelle prima? An erster Stelle primitiv, primär? Primus, die erste Rinne. Primus, richtig, lateinisch primus. Apotheke, es ist die Rinne in der Tablette, die zuerst gebrochen wird, bevor man sich fürchtelt. Danke, nächste Frage. Hey, vielleicht ist es das erste Pipi, was ein Neugeborenes macht. Oh, süß. Das ist das primitive Rinnsal. Die erste Rinne. Oder was man so in der Fontanelle hat, die ersten Rinnen so im Kopf, die säuglichen Neugeborenen. Nein, nicht in der Fontanelle. Sondern in den Knochen. Aber Thema ist schon gut. Thema Säugling ist gut. Thema Rinne. Noch früher. Embryonalzustand, Primitivrinne. Ist das vielleicht, wenn die Oh, ist das vielleicht das Geschlechtsorgan, was noch nicht ganz ausgebildet ist? Aber du immer denkst jedes Mal. Ja, wieso? Aber ist doch am Anfang so, dass Buben und Mädchen gleich aussehen und sich das erst später aussehen. Ich weiß. Nein. Die Nackenfalte, die Diagnose. Die erste Rinne. Das Rückgrat. Die Zellen. Einmal ist das ja eine Zelle. Ja. Und dann verteilen, dann wird es erstmal so ein Zellhaufen. Und dann fängt der an, sich zu teilen und auszuspezialisieren. Erstmal in drei Teile. Und eine davon ist vielleicht die Primitivrinne. Also das Urrückgrat würde ich eher sagen, also das erste, was entsteht, ist nämlich ein offenes Rückgrat, das ist noch offen. Und deswegen ist es wie eine Rinne. Und es sieht aus wie eine Rinne, da liegen so ein paar Nervenbahnen drin und sagen, Mama, Herz wird gehört. Also die Vorstellung zur Wirbelsäule. Also zwischen dem 13. und 15. Tag nach der Befruchtung, dabei entsteht eine rinnartige Vertiefung, aus der sich später die Wirbelsäule entwickelt. Cool. Ich muss das so sehen. Das muss man mal sehen. Mit ein bisschen Hilfe ist einer der ersten wichtigen Teilungen der befruchteten Eizelle zwischen dem 13. und 15. Tag. Primitivrinne, deswegen erste Rinne, daraus entsteht das Rückgrat. Muss ich so gelten lassen, bisschen geholfen, aber nicht viel. Eine Frage schaffen wir noch. Thomas Brezina aus Gorisch, das liegt in Sachsen, möchte wissen, was ist ein Gegenhänger? Oh Gott. Das ist wie so eine Art Stützbier. Bitte? Ein Stützbier. Gegen Hangover, meinst du? Ja. Stützbier, wenn du halt betrunken bist und dann du packst es nicht am nächsten Morgen, musst du ein Stützbier trinken sozusagen. Ein Stützbier? Ja, um das ein bisschen zu stützen. Den. Ja. Und ein Gegenhänger ist halt sozusagen, dass du... Ich glaube, das war damals auf dem Kinderspielplatz, auf der Wippe, unten saß Tine Wittler und auf der anderen Seite hing einer dran. Ich glaube, wir sind in einer Höhle mit Fledermäusen. Und die Fledermaus an sich, die ist es einfach satt, immer nur so in einer Reihe hintereinander zu hängen. Und der Gegenhänger, die machen sich's jetzt nett, da ist immer eine Fledermaus und ein Gegenhänger, dass die auch schön kommunizieren können. Klasse. Mhm. Der macht quasi einen Handstand, wenn er so hängt. Genau. Ja. Der Gegenhänger, zwei Vorschläge. Das erste ist eine Uhr, da sind ja immer so zwei. Gleich den zweiten. Dann nehmen wir den Fahrstuhl. Der noch einen dritten. Dann nehmen wir das bei einem LKW, Anhänger. Der Gegenhänger, ja, der hängt vorne. Vorne ist der Gegenhänger, hinten ist der normale Hänger. Verstanden. Das ist doch schön. Nein. Ist richtig, oder? Nein. Nein. Wie war das jetzt? Beim Kran.
Bei wem? Das ist aber falsch, ne? Ist das Vorschlag Nummer 4 jetzt? Das, nee, Nummer 3. Nummer 3. Lassung okay. Habe ich abgehört. Hinten beim Kahn, der Gegner ist das. Vorschlag 4? Jetzt geben wir langsam die Zahlen aus. Okay. Das Gegengewicht quasi beim Kahn, ja. Ich sag jetzt nur ein Wort bitte? Und dann bitte die Fantasie. Ja. Frau. Weiblicher Körper. Ich hab's. Nicht das, der Arsch, das kannst du nicht sagen. Nein! Das wäre jetzt gemein. Was ist jetzt links, rechts? Was? Könnte ja sein. Links, rechts. Wie? Da kommst also, du jetzt immer raus. Es mag sein, dass andere deine Fantasie überfordert, aber ich habe das keine ist der eine Ahnung, das ist der andere, Herrgott nochmal. Ja, ja, das ja. Muss man das aufstehen? Was meint er? Ich will wissen, was er meint. Nein, ich kann nicht schlafen. Titten! Titten! Gegen Enger! Aber wieso gegen? Heißt das, wenn die eine runterfällt, geht die andere hoch? Was meint der Mann? Kinder, 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 Kinder. Das ist ja furchtbar. Also, Gegenhänger. Das natürlich, das ist einfach der zweite Ohrring. Wenn der eine Hänger fehlt, wo ist der zweite? Mein Gegenhänger ist für den Ohrring. Ist etwas bei einer Waage zum Justieren, um das Gleichgewicht zu bekommen? Bei einer Waage? Bei einer Waage. Also, Gegenhänger bei der Waage. Ja, ja, es gibt ja so Wagen, wo man immer so die Justiz ja einen in der Hand hat. Aber ja, doch vor die Säule. Sofort wieder in die Juristerei. Ja. Schwierig. Da hänge ich einfach fest. Ja. Bevor ich mich quäle. Schmetter? Ja. Gegenhänger. Da ist ein Gegenhänger. Da kommt ein Gegenhänger geflogen. Ja. Gegenhänger. Ich sehe schon, Gegenhänger. Es ist praktisch. Sind wir denn da jetzt in der Forstwirtschaft? Ja, sind wir. Pflanzen. Nein. Gegenhänger. Zannenzapfen. Bitte. Was? Sind wir in der Forstwirtschaft? Ja. Gegenhänger, 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 Gegenhänger. Der eine hängt am Baum, während der andere unten singt, damit er in die Richtung fällt, hängt der andere dagegen. Man kann mit dem Gegenhänger die Fallrichtung des Baums bestimmen. Wir sind beim Baum, wir sind beim Fallen. Was ist ein Gegenhänger? Gute Antwort von Matze Klo. Und zwar der Gegenhänger. Ah, und zwar handelt es sich dabei nicht. Sag. Nein. Doch! Ja! Um das Baumfällen im menschlichen Sinne, sondern ein Baum kippt um und der Gegenhänger ist. Nein! Ja, ich rede vom Baumfällen. Du machst alles kaputt. Ist der Gegenhänger also vielleicht der Baum ist gefällt. Das Keilstück, was man rausmacht, damit der in die Gegenrichtung fällt? Nein! Gebt euch noch zwei Chancen, dann müssen wir aufhören. Also ich meine, vielleicht könnte es ein Baum. Es hat was mit Baumfällen zu tun, Forst, Gegenhänger. Gegenhänger, der hängt halt oben drin. Wer? Also ein zweiter Baum. Nein, ein zweiter Baum. Der Baumfäller hängt im Baum. Warum denn? Wie soll der denn im Baum fällen, wenn er im Baum hängt? Der eine Baum steht, soll gefällt werden und der andere hängt schon dagegen. Ja. Und dann sägen sie den um und dann kippen sie beide um. Das war nicht die zweite, das war jetzt die anderthalbste Lösung. Moment, die anderthalbste. Und vielleicht ist es, wenn der Baum fallen will, ich rede nicht mit Ihnen, Herr Balder, wenn der Baum fallen will, aber er kann nicht, weil so ein Zweitbaum so, du gehst nicht, ich halte dich, die wollen dich haben, aber ich rette dich. So eine Baumfreundschaft, so richtig. Okay, ich sag's euch. Ist das ein Gewicht, was der Baumfäller an einem Baum befestigt, damit er in eine bestimmte Richtung plumpst? Wenn ich jetzt sage nein, lesen Sie vor, ne? Ja. Ja. Nein. Da konntest du nur verlieren. Also ich sag's euch, bevor der Forstarbeiter im Wald einen Baum fällt, wird die Fallrichtung festgelegt. Ist ja schon klar. So. Wächst nun aber der Baum, der gefällt werden soll, gegen die Fallrichtung, dann spricht der Forstarbeiter von einem Gegenhänger. Also wenn ein Baum so steht, muss aber nach da fallen, dann ist es ein bisschen schwieriger und dann ist es ein Gegenhänger. Ja, was machen die dann? Ja, dann versuchen sie den irgendwie trotzdem so hinzukriegen. Das ist natürlich mit viel Arbeit. Wichtig ist, dass der Ding erstmal... Der Forstarbeiter sagt, wir müssen einen Baum fällen und haben einen Gegenhänger, wird es schwierig. Ja, das ist ein Gegenhänger. Thomas Brezina aus Gorisch, 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Wir waren ja sehr albern heute, insbesondere. Aber es war sehr schön. Sehr schön. Es war sehr lustig. Ein launiges Dreiviertelstündchen. Ein launiges Stündchen, das wir hier verbracht haben. Bedanke mich recht herzlich. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Ihnen ein schönes Wochenende.